Hi. Na, bist du auch wieder dabei? Naja, schön, das freut mich. Dann lass uns doch mal hier zusammen ein bisschen Wizard 101 angucken. Ich bin hier in den Mangrovensümpfen und gehe jetzt zum Tula Tor, nachdem ich in der letzten Folge jemanden besiegt Du habe. suchst nach dem winzigen Hebel, von dem dir Tejotl erzählt hat. Das Tor Ja. öffnet sich vor dir. Hierhinter wartet auch die andere Handwerker-Quest übrigens, ne? Oh, was ist das denn? Eine Perle? Natronkugel. Ja, werde ich sicherlich später aufsammeln müssen. Und das hier sind Obsidian-Schnäbel. Da gehen wir doch mal gerade nach da oben. Achso, ich muss eh vier von denen besiegen. Aber pass auf, dann werde ich mal gerade direkt hier mein anderes Kartenspiel. Zack, zack, ausgerüstet. Was ist da überhaupt drin? Was? Achso. Ja, alles klar. Gut, Kevin. Bist eine lebe Junge. Aber jetzt gucken wir endlich mal. Du entdeckst eine Agave. Aha. Das war's schon. Fertige Adlerkriegsschildort Werkbank. Adlerkriegsschild. Rezepte, Handwerk. Worunter soll ich das denn finden? Adlerkriegsschild. Wo kriege ich denn das jetzt her? Das Rezept. Naja. Werde ich mir dann wohl noch Gedanken machen müssen. Noch eine Agave. Wo sehen Sie? Ein paar Agaven. Ach, das ist ja Zornkralle des Himmels. Ist ja gar nicht hier. Ach, hier hinten sind sie, die Obsidian-Schnäbel. So, dann gehen wir mal hier hin. Die gehen aber komisch, ne? 3400, wow, ist ja richtig viel. So. Angel Eisbrise. Ich habe euch ja gezeigt, wie man sich drehen kann, hat geschrieben. Man wird tatsächlich bereits nach 15 bis 20 Minuten ausgemacht bei Inaktivität. Deshalb dreht sich eigentlich jeder, den ich kenne, wenn er essen geht. Leider ist das neuerdings verboten. Und man wird vom Support ausgelockt, wenn man sich dreht, was leider oft zu Missverständnissen führt, wie ich selbst letztens feststellen musste. Ich habe mich in der Arena kurz gedreht, einfach aus Gewohnheit, wo ich auf die Toilette gegangen bin. Habe natürlich ein paar Minuten gebraucht. Und keine Viertelstunde und der Support kickt mich einfach. Also das sollte man nicht unbedingt machen. Das sollte man nicht unbedingt machen, wenn man nur kurz AFK geht. Ja. Weiß gar nicht, was das überhaupt für einen Sinn hat, ne? Lockst du dich halt wieder ein. Naja, ist schon lästig, ne? Es ist schon wahr. Der Good Old Losi schreibt, hey, Jo Kaios. Moment. Schreibt, wie immer coole Folge. Cooles Folge. Jo, freue mich, dass du uns wieder etwas von deinem Haus gezeigt hast. Auch super, dass du mal wieder deine Werte gezeigt hast. Meiner Meinung könntest du es auch so machen, dass du am Anfang jeder Folge mal kurz per Screenshot deine Werte zeigst. Nein, am Anfang jeder Folge? Nee, das finde ich langweilig. Das mache ich nicht. Ich finde dein Haus echt super. Sieht echt auch jetzt schon sehr toll aus. Freue mich, dass du dich jetzt auch ein bisschen dem Gärtnern widmest. Ups, gutes Stichwort. Hab meine Pflänzchen gesehen. Die brauchen liebevolle Pflege von mir. Freue mich jetzt auch auf unser Projekt. Eventuell kann ich ja auch mal dein Haus besichtigen. Nun ja, ich freue mich auf die nächste Folge und hoffe, dass du gut vorankommst. Vielen Dank, lieber Losi. Ja, gut, dass du das mit dem Gärtnern erwähnt hast. Als ich nämlich eben mal kurz online war, um einen Screenshot zu machen, einfach nur einen Screenshot, genau, habe ich gesehen, dass meine Pflanzen geerntet werden können. Das mache ich hier nach dem Kampf mal.
Eieieiei. Liebe Leute. Oh. Ich hangel mich im Moment echt von Tag zu Tag mit den Folgen. Ist irgendwie ein bisschen schade. Aber manchmal kommt das vor, ne? Ach, guck mal, der Angel Finsterherz schreibt, warum baust du einerseits mal schön und sobald die Dinge fehlen, sagst du, das ist jetzt eine Ruine. Das ist echt seltsam, aber egal, trotzdem gute Folge. Naja, einfach, weil die Baumöglichkeiten so unglaublich bescheiden sind bei Wizard 101. Du kannst bei so einem großen Gebäude einfach kein vernünftiges Dach bauen oder musst dir, wer weiß wie viel, Schlossbaustein-Sets kaufen, bis du mal endlich alle Sachen zusammen hast. Da gibt es ja unglaublich viel Geld aus. Und das hatte ich nicht vor. Deswegen habe ich gesagt, komm. Gelitten. Ich mache einfach... tu so, als wäre dieses Gebäude eine Ruine. Wir können uns das nochmal kurz angucken. Ja, es ist ein altes Gebäude aus vergangenen Zeiten, in dem sich hier unten noch ein mysteriöses Labyrinth befindet. Und hier oben konnte man sehen, dass sich darauf einst auch etwas befunden haben musste. Aber die Zeichen der Zeit haben daran genagt. Und nun ist es nur noch eine Ruine und Zeug von längst vergangenen Tagen. Ich finde das ganz interessant. So, jetzt müssen wir aber mal gerade hier hingehen. Guck mal, die stinken schon. Bevor mir hier wieder das Zeug kaputt geht. So, alle sind bereit. Ach guck mal, ich kann ja durch die durchlatschen. Dann machen wir das doch jetzt mal so. That's it. Aber hier oben hat sich nicht viel getan. Viel bringt das natürlich, wenn die kaputt gehen. Dann jeweils 3000. Das ist schon nicht schlecht. Theoretisch könnte ich mir jetzt auch ein neues Beetchen machen. Mittleres Beet. Machen wir doch auch mal, oder? Wo machen wir das denn hin? Machen wir das hier hin. Daneben. Huch. Was haben wir denn jetzt? Framerate-Einbrüche. Eins. Nein. Das ist doch schon wieder nicht richtig, Kaios. Das ist doch nicht richtig. Oder? Doch? Doch. Ist es wohl. So. Mann, sieht ja echt voll brutal aus hier. In Kevinhausen. Lalalala, ist natürlich jetzt mega spannend, ne? Aber egal. Wir wollen hier auch mal ein bisschen einfach noch ein bisschen Abwechslung reinbekommen in das Spiel. Es kann ja nicht immer nur diese Kämpferei sein. Außerdem möchte ich das jetzt ganz einfach. So. Was mache ich denn hier gerade für ein... Irgendwie ist das... Ja, doch. Ach, ja. Ja, so richtig ist es nicht, ne? Irgendwie ein bisschen bescheuert, die Anordnung. Aber ist auch egal. Ja, dann habe ich ja noch einen Gartenzwerg. Stimmt, ich habe noch Gartenzwerge, die ich mir auch noch dahinstellen werde. Genau. Ja. Hatte ich ganz vergessen, die guten Gartenzwerge-Freunde. Ja, das ist aber irgendwie nicht cool gemacht. Ah, guck mal, da passt noch was hin. Ja gut, dann ist es halt so ein bisschen schief. Und dann pflanzen wir jetzt hier gerade die nächsten Samen hinein. Ich glaube, es reicht aber nicht ganz. Wo sind sie denn, die Schatzzitronen? 4 habe ich. Oh. Eins. So. Boah, mir wird gerade kalt, Leute.
Puh. Mein Zimmer ist nicht gut isoliert gegen die Winterkälte. Naja, Kälte. In Anführungsstrichen. Eigentlich ist es ja mega mild. Mega mild. Huch. Ach so, ich habe schon alle vier hingetan. Was ist das denn? Ja, 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 das war's schon. Guck sie dir an. Guck mal, da gehen wir jetzt auch mal ganz nah dran. Oh. Super, oder? Wie wir sehen. Ah, die Truhen sind nur gefaked. Da ist gar nichts drin. Oder ist das ein bisschen Schatz? Soll das so aussehen wie so ein Schatzhaufen. Ein Haufen Geld. Das könnte auch sein. Kommt ja selten dazu, sich die Sachen so von Namen anzugucken. Hallo. Juhu. Was wollte... Ich wollte noch irgendwas Wichtiges. Ich habe es vergessen. Schade. Na, dann gehen wir jetzt einfach wieder in die Mangrovensümpfe. Ich wollte doch noch irgendwas tun. Na egal. 2 von 4 Obsidian-Schädeln. Dann werde ich jetzt noch 2 besiegen. La 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 la. Alle meine Ähnchen. Das geilste Lied aller Zeiten. Kennt ihr das Lied? Sucht mal danach auf YouTube. Kaltes, klares Wasser. Ich sollte mir übrigens angucken, Engordsteak Pizza oder so. Das Video. Habe ich zuerst hier diese Live-Aufnahmen gesehen, dachte ich, pff, ja und? Was soll daran jetzt so toll sein? Aber dann habe ich das Originalvideo gefunden, das unzensierte Originalvideo. Das gibt es nämlich auch noch zu sehen auf anderen Seiten. Das ist ja schon nicht schlecht. Aber nicht jugendfrei, würde ich mal sagen. Engordsteak Pizza. Was, du komischer blauer Vogel, greifst mich kritisch an? Hier auf der offenen Straße! Ich reiße dir die Federn raus und steck sie dir sonst wohin. Dass du aussiehst wie so ein Staubwedel. Stellt euch den mal hier vor, so völlig nackt. Die ganzen Federn gucken nur aus dem Po raus. Die ganzen schönen, bunten Federn. Und dann wird man damit den Boden fegen. Armes Kerlchen, ey. Dem wird es dann schlecht gehen. Dann würde nicht mehr so lustig hier rumtanzen. Hey, yeah, ich bin so cool und so bunt. Dann würde nur noch wimmern. Aber der Kevin ist ja ein lieber Kerl. Sowas macht er nicht. Nein, der Kevin doch nicht. Unser Kevin. Ich bitte euch. Selbst mit dem ärgsten Feind geht der Kevin immer noch nett und freundlich ins Gericht. Ja. Diplomatie nennt sich das. Hab gehört, das soll ganz gut sein. Ja, Freunde, dann haben wir es jetzt ja. Vogel Nummer 1 und tschüss. Und der andere Obsidian-Schnabel und bye-bye. Arkan Waldfeder steht dort drüben. Steht dort drüben. Ah!
fast wäre ich in den Kampf gekommen. Oh, guck mal, eine Silbertruhe. Die mache ich aber offscreen, oder? Auf jeden Fall ist die Folge jetzt zu Ende. Und damit sage ich, vielen Dank fürs Zusehen. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.